ASMR-Massage bei Sophia. Hallo ihr Lieben. Ich habe heute eine ganz entspannende Kopfmassage für euch. Und ich fange an. So ein bisschen Hairplay. Nimm einfach mal ein bisschen Haar. Haar mit den Händen durch. Und lass die Haare ganz sanft nach unten fallen. Streich einfach durch die Haare durch. Wie so ein bisschen zusammen. Und spiel einfach ein bisschen mit den Haaren. Dann massiere ich ein bisschen die Kopfhaut. Es regt durch die Durchblutung an. Wunderbar. Entspannend und so easy going. Haare immer wieder fallen zu lassen. Dieses Geräusch, was die Haare machen, wenn sie auf die Lederjacke fallen. Dann nehme auch ruhig ein bisschen damit spielen. Und immer wieder bedenken, den ganzen Kopf mitzunehmen. Dass jede Stelle am Kopf auch mal berührt wird. Dann gehe ich richtig mit den Händen rein in die Kopfhaut. Und zur Unterstützung halte ich den Kopf meiner anderen Hand fest. So kann der Massagegast wunderbar die Augen schließen.
mich einfach so ein bisschen in den Gedanken verlieren. Ohne mit dem Kopf noch Widerstand leisten zu müssen. Ich versuche, die Haare so ein bisschen zur Seite zu nehmen und dann wieder ordentlich massieren zu können. Ich nehme jetzt auch ein bisschen Nackenpartie mit. Richtig mit den Händen, mit den Nägeln durch die Haare durch, ganz langen, streichenden Bewegungen. Nachdem ich zuvor so ein bisschen leichtes Hairplay gemacht habe, kann man jetzt eben auch richtig reingehen in die Kopfhaut, richtig schön Kopfhaut durchmassieren. Das ist ganz angenehm. Super entspannend. Taste mich langsam vor, Schultern entlang, lass diese wunderbaren Geräusche wirken. Gehe auch hier wieder ganz sanft und immer behutsam vor. Ich passe auf, dass ich keine Haare irgendwie mitnehme, sondern dass die immer gut auf der Seite liegen. Beim Massieren nicht quer zu kommen. Und dann wende ich mich wieder den Haaren zu, lockere das Ganze ein bisschen auf durch dieses Hairplay. Sie hat aber auch so wunderschön.
Und hier haben wir wieder von der anderen Perspektive. Jetzt sind wedenden Bewegungen durch die Haare. Nehme ich die wieder beiseite, sodass alle Haare dabei sind. Und wende mich wieder der Nacken-Schulterpartie zu, bevor ich dann wieder durch die Haare streiche. Diesmal von unten nach oben. Das massiere ich so richtig schön diese Nackenpartie aus. Drücke ich etwas Druck. Wie gesagt, ich bin ja keine qualifizierte Masseurin. Das ist eben ein Video, das zur Entspannung dient. Meine Freundin hat das auch total genossen, die Massage. War danach so richtig schön müde und konnte direkt sanft ins Bett fallen. Auch immer ruhig die Seitenpartien mitnehmen, sodass die ganze Kopfhaut berührt wird. Jetzt gehe ich mit dem so ein bisschen Druck durch die Haare durch und ziehe so ein bisschen sanft an den Haaren. Das kann auch sehr schön sein und regt auch so ein bisschen die Durchblutung an. Bisschen messy Hairplay mäßig. Dann packe ich die Haare diesmal zu der anderen Seite, suche wieder, dass alle dabei sind. Und streiche über den Nacken. Nehme die Schultern mit. Jetzt massiere ich
bisschen richtig die Schultermatte-Partie aus. Natürlich auch hier immer vorsichtig sein. Und dann streiche ich das wieder aus. Ich kümmere mich darum, dass keine Haare im Weg sind. Ganz sanft, lange Bewegungen streiche ich über den Oberrücken. Wirklich sanft. Ich nehme die Haare wieder so ein bisschen zusammen. Ich kümmere mich wieder ein bisschen jetzt mehr um das, den Kopf im Hairplay ein bisschen. So eine leichte, sanfte Entspannung reinzubringen. Und diese wunder. Haare wieder fallen zu lassen. Und ziehe ich so ein bisschen an den Haaren, nehme die alle zusammen. Und dann eben wieder massieren zu können. Von unten nach oben. Ich halte die Haare oben fest und mit so ein bisschen Druck streiche ich von unten nach oben den Nacken entlang. Es fühlt sich wunderbar entspannend an.
massiere wieder die Kopfhaut. Nehme diesmal auch noch oberen Rücken mit in streichenden, langen Bewegungen. Ziehe so ein bisschen an den Haaren. Ist auch echt super entspannend. Mach die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen. Ich das ein bisschen eindrehen.